einzige Provokation. Zunächst einmal hat der Natur. Wenn er glaubt nicht, dann spielt der Mann Klavier, klassisches Klavier. Ja, was glaubt er denn? Ne? Und kann sich in seiner Muttersprache noch dazu so ausdrücken, dass man den Eindruck hat, dass das, was er sagt, auch wirklich das ist, was er meint. Das ist doch schon Verhöhnung des Gegners. Also, nicht? Und jetzt schießt er Tore. Spielentscheidende Tore. Freut sich wie ein kleines Kind, dieser 90-Kilo-Regel, nicht? Die Hasi-Rolle, nicht? Also, aus, den muss man da runterholen und zwar sofort, nicht? Womöglich sieht das noch ein ausländischer Trainer und wird wettengagiert, ne? Der Hasi rollt sich doch sofort ins Ausland, das kennt man doch. Aber da ist Verlass auf Trainer Hickersberger. Denn, wie wir in der morgigen Rom-Zeitung lesen werden, steht da geschrieben, Hickersberger verbietet die Hasi-Rolle. Er meint, er macht das nicht so gut und er müsste es trainieren und dann sagen die Leute, das ist schlecht trainiert. Also aus mit der Hasi-Rolle, obwohl mir tut es leid. Vielleicht könnte doch der von Hasler die Hasi-Rolle trainieren mit seinen Jungs und die Burschen in der Nationalmannschaft so heiß machen auf ihre Hasi-Rolle, dass sie auch die dazugehörigen Tore schießen. Also wir sind für die Hasi-Rolle. Hasi, das wäre eine Träume. Schließe ich mich an, bin auch für die Hasi-Rolle und auch dafür, dass Sie unsere nächsten Sendungen besuchen um 20.